Weiß das der Ghost nicht. Gibt leider auch Hochleistungssportler, die durch Corona jetzt so Lunge haben wie ein 80-Jähriger. Das ist gefährlich, man kann jetzt noch nicht sagen, Corona gehört. Okay, ich mache jetzt erstmal hier mein Game, ne, damit ich das gewinne. Ich muss jetzt erstmal Ghostschutz reinmachen, weil ich weiß, dass der 100% ghostet. 100% ghostet, ja. Vielen Dank fürs Follow und Dankeschön. Ben, komm weg. Die andere wird maybe Botting gemacht haben. Ich musste die Lay reinmachen, das wäre nicht anders gegangen. Ich weiß einfach, dass der ghostet. Ich weiß es halt. Bin doch schon wieder online, oder? Ich müsste schon wieder online sein. Sehr gut. Oh, sorry, ne? Wie gesagt, ich weiß, dass der ghostet. Deswegen ist wäre nicht anders gegangen. Das hast du aber auch gesehen, Bro. Ja, scheiße, man hätte ghosten können. Dann hätte man gewusst, wo der Jungler ist, ne? Mann, scheiße, ey.
Baby, Baby, vielen Dank, dass du doch gar nicht schön, dass du dabei bleibst. Fabel-Surius, mein Lieblingsviewer, danke für 13 geile Monate, neuer Rang, Gold 3. Ja, scheiße, ne, wenn man die ghosten kann. Da machst du die Sicht der Karte anders, weil ich das ist ein Ghost Shot. Ja, leider wirst du in der höheren Elo wirklich oft von Leuten geghostet. Jetzt zum Beispiel ist das der Fall, deswegen habe ich gerade 30 Sekunden Delay reingemacht. Mal der hier ghostet. Das geht nicht anders. Nice. Oh, Barrier. Barrier, Cassio. Ach, come on, bro. Barrier Cassiopeia, Alter. Kannst du da keinem erzählen, dass man Barrier Cassio spielt? Unlucky, dass die Nico ihr Volt nicht getroffen hat. Hey, Bucky. Nee, du siehst weniger. Ich hab eine normale Map, nur du siehst das. Man haben wir gesehen.
Junge, das ist doch nicht dein Ernst, Team. Unglaublich. Das ist halt, ja, wie man so vom Team verkauft werden kann, das ist mir absolut Rätsel. Das ist Full AP Fight Support, den wir einfach seit One-Shotten können. Und sie lassen mich sterben. Wie macht mein Camp gerade die Kasse? Vielen Dank fürs Follow und Dankeschön. Nacht, Jara, schlaf gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Heißt das in Need? Kindle Ultra, ist das gut? Vielen Dank fürs Follow und vielen Dank. Amin, wenn wir das Game gewinnen, sind wir in der Master Promo. In der Diamond 1 Promo. Master Promo. Ne, da wollen wir hin. Schuhe habe ich perfekt, die wir machen. Das
Ja, Forex. Also bestens. Ja, schön. Jetzt war erst der zweite, aber wichtig, dass wir den erstmal haben. Obwohl, ihr seid nice zum Face-Checken, ne? Weil ich brauche nie reinlaufen. Kassiospot, ja, kein TP. Sieht ganz gut aus, oder? I like. Game sieht sehr, sehr gut aus. Soweit ja, bin heute wieder nach S2 demoted, weil meine Mates alle toxic as fuck sind und mich komplett geintet haben, aber sonst ja, Mensch. Wenn man der Nico in Kills lassen? Ja, ich brauch sie nicht. Die Nico hatte keinen Kill, die steht 114, ne? Die braucht ein bisschen Gold. Ich bin eh big. Schnell, so gut. Ah, war das bad. Ah, ich dachte, Yumi ist auf mir. Und meine Q hat wieder am Tower Insta ausgelöst. Ey, das ist so dumm bei Volibear. Du darfst nicht am Tower stehen und die Q aktivieren. Er löst das Insta auf dem Tower aus. Er drückt das von alleine drauf. Das ist komplett bescheuert, weil es ein Auto-Attack ist.
Rand vom Zoo. Wir waren im Zoo shoppen heute. Naja, das war dumm. Wie gesagt, es ist wirklich bescheuert mit der Bodybär Cube leider. Und Yumi sollte auf mir sitzen. Jo, guckt euch meine HP an. Jo, genau, kriege ich da... Nein, natürlich kriege ich da eine Ogot-Ult, die mich killt. Logisch. 1700 Damage habe ich bekommen von Ogot. Okay, alles klar, Rito, alles klar. Hier, guckt euch das an. Klar killt mich da eine Ogot-Ult. I mean, was auch sonst. Noch haben wir den gewonnen, leider. Könnte tot sein, Yumi. Yes. Cassio ist so ein bescheuerter Champion, Mann. Ja, war schon eine nette Ogre-Duld, muss man sagen. 1700 Damage, mehr abzuziehen, was halt mal einfach, ne, mehr als die Hälfte meines Lebens ist. Ich habe ja 3k HP. Und davor hatte ich kein Giants Belt, also hatte ich, ne, ist schon nett. Waren ungefähr 65-70% meines Lebens. Ja, passt schon. Die sitzt halt weiterhin leider auf Dingens. Ich verstehe unseren Plan ehrlich gesagt noch nicht. Was ist unser Plan? Champs sind jetzt genervt und wenn die Preseason kommt, werden die, die gerade stark sind, einfach unkillable. Ja, kann schon sein. Na, mal sehen. Also ich meine, gut, man weiß jetzt noch nicht ganz genau, auf welchen Champion was extrem stark wird, ne?
Ja. Junge. Ey, ein Glück. Alter Falter. Jetzt mal ohne Witz. Zum Glück habe ich die Kasse bekommen. Das ist dumm. Oh mein Gott. Die killen die gerade mit Autotext. Haben die gerade mit Auto-Attacks den Fight? Warte mal, ich muss meinen Zug kurz einmal aktualisieren. So. Aber gegen Cassio ist auch überhaupt kein fairer Champion. Das ist absolut bescheuert, Mann. Richtig, der dritte. Einen noch und wir sind am Ziel. Mein Team, insgesamt, also sagen wir so, die haben schon einen okay Job gemacht. Nur die Cassio war halt, die ist halt einfach gigafett. I don't know. Komm mal, triff. Ich kann nicht mehr ulten, Alter. Ich kann einfach nicht mehr ulten. Diese Urgott-Ult, Junge. Das ist so ein Witz. Die Kassel macht das Solo. Die Cassio macht einfach Solo das Game. Hier wieder Urgott-Ult. 1000 Damage, Alter. Yumi spielt auch schlecht. Natürlich spielt Yumi erst schlecht. Die Yumi sitzt nur auf den Carries. Das ist der Grund, warum wir gerade nicht gewinnen. Weil die Yumi nicht auf uns sitzt, sondern auf den scheiß Carries.
Ne? Und Cassio ist das einzige Problem. Die haben halt Kindred Ult, was halt nicht so einfach ist, dann mal da eben rein. Aber wenn Yumi nicht mitkommt, können wir nicht gewinnen. So einfach ist es halt. Hier wird's jetzt zart. Die Cassio ist das einzige Problem, der Rest nicht. Aber die Cassio. Die carryt das ganze scheiß Team durch. Und der Urgott ultet mich halt jedes Mal. Das ist jetzt GG. Ja, wir haben das bestimmt verloren, weil ich am Inip gestorben bin, bestimmt. Ne? Weil die vier mussten ja auch sterben. Halt schade, ne? Wenn eine Yumi nur auf der Backline sitzt. Ich bin mal auf den Nico-Damage gespannt. Ne? Die Cassio hat solo das Game gecarried. Muss man sagen. Die Nico hat überhaupt keinen Sinn. Die Nico hatte überhaupt keinen Sinn in dem Game, leider. Schade. Robert ist, weiß halt, dass Olli das Team durchkillen könnte, der macht es ja richtig. Nee, das Problem ist, dass die Yumi halt lieber auf Lucian sitzt, das ganze Game. Und auf Nico. Ne? Anstatt mit uns zu Frontlane. Das ist das Problem. Ja, wenn die Yumi nicht da hinten immer rumsitzt, dann, ja. Die Ausrede zu nehmen, dass ich da gedived bin auf die... Ja, ich hätte nicht diven müssen. Klar war das ein Fehler. Aber das heißt doch nicht, dass die vier hätten sterben müssen. Ich habe ja keinen Fight initiiert, sondern habe einfach solo was gemacht und mich gestorben. Wenn du dann siehst, ey, der stirbt solo und dann alle vier sterben in dem Fight danach, können sie nicht sagen, ey, ja, deswegen sind wir... Nee, ihr seid gestorben, weil ihr nicht weggegangen seid. Ne? Wir hätten das hier nicht mehr wirklich gewinnen können, weil wir die Kasse einfach nicht down kriegen. Ne? Lucian ist einfach kein Late-Game-Carry. Hat der Hero Reduction überhaupt gehabt? Mal gucken. Ja, hat er gehabt. Hat er gehabt. Wir kriegen die Cassio halt nicht mehr down. Das ist in so einem Game, das Problem ist, die gehen halt Double Sonias. Ne? Die gehen Double Sonias und die Cassio kriegst du einfach nicht mehr tot. Die hat Barrier mit, die hat Seraph fertig, die hat die ist einfach viel zu tanky. Die heilt sich so unnormal dagegen. Der Spieler hatte halt noch nichts von Yumi Garen Meter gehört. Ich weiß auch nicht genau, warum Yumi so dermaßen hinten steht in das ganze Game. Ne? Wenn du so backlanest, muss man sagen, die hätte immer bei uns vorne sein müssen. Wir waren die Carries, also nicht die Carries, aber die Engager. Und Yumi ist halt ein Frontlaner und kein Backlaner.
die kann ja supporten gehen hinten, wenn es jetzt mal eng wird. Ne? Wenn du siehst, okay, mein Laner würde sterben, dann kannst du es machen. Aber so war das Bullshit. Der Lucian war nicht der, der uns hier hätte im Late Game carryen können. Allerdings, wie gesagt, ich habe auch keine gute Nicole gesehen. Ist halt auch das Problem, das war, glaube ich, Lucian ohne der hat gut Damage gemacht insgesamt, da kann man nichts sagen. Damage hat er schon gemacht. Ich glaube, für die Cassio, die kriegst du, wir haben die Cassio einfach nicht killen können. Der Rest war überhaupt kein Problem. Ne, der Malphite hat geintet, Jungle war komplett für uns entschieden. Ja, Toplane war, naja gut, der Urgot war auch nützlicher als der Ornn gewesen. Ich habe jede Urgot Ult bekommen. Schätze mal, das ist wohl die schlechte Nico von gerade. Aber ist schon so, ne? 7 Nico Games, da kann man ja sagen, das war eine gute Nico. Zwischen das Leck im Monster, ja. Ich finde halt, dass Anti-Heal zu schwach ist, selbst wenn zwei Leute das bauen, also einer Morello, der andere Model oder auch Reduction. Das kommt drauf an. Gegen manche Champions, wie zum Beispiel Mundo, ist Heal Reduction insane. Ja, gegen Mundo zum Beispiel ist Heal Reduction fucking insane. Das haut komplett runter. Okay, wir sowieso gegessen mit der Hyper-Carry-Comp, abgesehen davon, dass die Nico nicht gut war. Ist der Damage von Freeze-Nico im Late nicht so toll. Ach, wie gesagt, Nico konnte sie überhaupt nicht vergleichen mit Cassio. Die Cassio hat uns komplett geradet, ja. Nico hat, egal ob der hier sich für sonst was hält, Nico hat in dem Game überhaupt keinen Sinn mehr gehabt. Ja, der steht 4 Stunden 0-1, ja. Hat seinen ersten Kill bekommen, weil ich ihn in der Toplane gelassen habe. Da denn zu glauben, dass man in dem Game wirklich einen Sinn hatte. Sorry, aber das ist aber nicht sein Ernst. Der hat einfach nichts gemacht. Kindred war auch stark. Nee, Kindred war nicht stark. Kindred hat den Jungle komplett verloren dann. Ja, also, ne, das Einzige, was Kindred gemacht hat, war halt am Anfang durch Ghosting mir den Blue Buff stehlen. Ja, das war geghostet gewesen. Dann habe ich Ghostschutz reingehauen und danach hat Kindred nichts mehr machen können, ne? Den Drake early, aber das war's. Kindred stand 1-7-1 oder 1-6-1. Das Einzige, was jetzt im Late halt wirkt, sind die Kindred-Ults, ne? Und die sind halt, also Kindred hat halt eine starke Ult. Ne? Und das Ding ist, der Urgot hat das Game gemacht, der war auch MVP gewesen. Ne? Also ich habe ja auf OPGG gerade geguckt auch, ne? Der Urgot war MVP und der hat letztlich das gemacht, weil der mit seiner Ult mir 1700 Damage zugefügt hat, da kann ich nicht tanken. Freeze-Nico muss jedes Binding sitzen und der hat nichts getroffen. Doch, der hat alles getroffen. Nö, er hat absolut alles getroffen. Laut ihm. Dass man 30 Minuten 0-1 steht und seinen ersten Kill kriegt, weil ich den in der Toplane lasse, ne? Barca sind solche Latten, haben heute gegen 10 Mann 1-1 gespielt und die Spieler haben nicht mal einmal Bock auf Gehalt zu verzichten, obwohl Barca kurz vor der Insolvenz steht.
Oh du, also an Messi, ich kann es jetzt so sagen, in dem Verein, ich will jetzt Drecksverein nicht sagen, aber ich meine, da ist so viel schiefgelaufen bei Barcelona. Ich glaube, dass man die Spieler da total nachvollziehen kann. Vor allem, ja, guck dir Messi an. Wenn Messi so viel Kritik an dem Verein mittlerweile hat, obwohl das sein Herzensverein ist, dann läuft da viel schief. Kevin hat mehr gedrückt. Ja, im Late hat das geholfen, ne? Logisch. Die Ult im Late ist halt wichtig fürs Team von Kindred, aber den Jungle hat Kindred hardcore dann verloren. Nur wie gesagt, wir waren, wir haben gegen die Kassel kein Mittel mehr gehabt. Ja, klar, ich hätte in der Mitte nicht auf die Caitlyn ulten sollen. Das Ding ist aber, ich rechne bei sowas einfach damit, dass eine Yumi auf mir sitzt, weil ich halt super strong bin mit Woli ult und Frontline kann. Und die Yumi hat aber lieber den Lucian protected. So. Muss man den Ping erneuern, weil der kann sonst pingen. Das ist halt dumm. Wenn du das im Champ Select Mute ist, ja, dann kriegen die einen Full Mute. Aber die Pings gehen trotzdem durch. Na gut, neues Game, was soll's. Trotzdem, die Spieler werden nicht verhungern, wenn sie mal ein Jahr oder auf Gehalt verzichten, abkomisch. Natürlich werden sie das nicht, aber würdest du denn for free arbeiten? Ja, for free arbeiten, das würde ich auch nicht. Main-OTP. Leider spielt der Lush mit Barrier. Mehr bekommen. Ja, das ist schlimm. Nicht gewordet. Ja,
weil er sich komplett verzichtet wird, verstehe ich, die Spieler haben auch Leute, die sie bezahlen müssen, so ist es. Aber wenn es sonst dem Verein an den Kragen geht, würde ich halt nur nehmen, was nötig ist. Wenn man von dem Verein viel bekommen hat, würde ich das auch machen. An Messis Stelle würde ich die auf jeden scheiß Cent looten lassen, das kann ich total verstehen. Weil Messi hat wirklich, ja, die haben Messis Freund rausgeschmissen, ja, mit Suarez, den haben sie rausgeschmissen. Und Messi hat viel für den Verein gegeben und hat nie irgendwelche Wechselabsichten gehabt, ja, vorher. Und deswegen, ich könnte es total verstehen, wenn Messi sagt, nope, mir ist das egal. Aber wenn man sonst vom Verein viel zurückbekommen hat, sollte man das machen. Das gehört sich eigentlich so, ja. Das war ein bisschen Greedy Blitzy. So, hätte er verzichten müssen. Ja, klar. In Spanien ist das Problem, dass die Vereine sowieso alle hoch verschuldet sind und wenn sie jetzt keine Einnahmen haben, ist das sehr, sehr schlecht. Ne? In Deutschland geht es den Vereinen wirklich gut zum Teil, weil die viel Eigenkapital auch haben und nicht so viele Schulden haben. Aber in Spanien ist das anders. In Spanien kann man Kredite aufnehmen, ohne eine Sicherheit zu haben. Deswegen sind die Vereine teils insane hoch verschuldet. Ich meine, ich bin voll stoned jetzt aufgewacht und du bist online? Logisch. Wenn du so viel Geld verdienst, kostet dein Japan ja auch 15.000, ist halt so. Sehr schön. Hat das denn mal irgendwelche anderen Wörter als das? Scheiße. War ein Prequel, ne? Eine Vayne early zu Loadzeiten ist schon mal gut. Mal sehen, ob wir jetzt als nächstes kümmern. Erstmal gut, dass das Early Game nicht Elise gehört, sondern dass ich fein bin, sogar ein bisschen ahead bin. Ja, in Farm, in Kills, Participation, in Drakes. Ich bin ja definitiv gerade der viel stärkere Jungler. Ja, okay, auch gar nichts. Amen. Was höre ich denn hier eigentlich gerade? Was ist das?
I like. Oh, ich will gar nicht. Wer ist der Support-Champ von denen? Seraphine. Das ist der neue Champ, der jetzt rausgekommen ist. Was hältst du von Einmachen, Einwecken? Einmachen? Ein paar Bekannte haben das als Hobby entdeckt. Einmachen? Also sich eine Hose machen oder was? Wir haben jetzt ein paar Tage ein Glas vor die Tür, ob haben wohl Angst, ich verhungere? Okay. Ah, also, okay, also. Ah, alles klar. Ich wollte gerade sagen, einmachen? Weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so Einweg-Kost-Fan, sondern ich mag eher... Weiß nicht, ich mag also Einwegzeug, naja. Naja, also ich wollte es nicht. Also meine Mama, die zum Beispiel, die macht total gern Marmelade. Ja, die hat 1 Milliarde Gläser immer von Marmelade. Mann, Blitzi! Kann der den einmal... Der muss einfach sitzen, ne? Muss man ja sagen. Mein Hookmissen ist nicht schlimm, aber der muss einfach sitzen. Hat das schön gemacht. Zwei Drakes. Finn noch immer Gläser mit Kompott und eingemacht Gemüse. Ja, also das ist so ein Hobby von älteren Leuten, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich bräuchte es nicht. Nice, Alec. Top-Trick Früchte. Ein Stück. Yes. Mitnehmen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Playdings. I mean, sorry, aber... Das ist aber auch ein Scherz. Also, tut mir leid. Das ist eine Katastrophe. Also, sorry, aber der misst ja absolut jeden Scheißhook. Vielen Dank fürs Follow und Dankeschön. Das ist jetzt schon eine extrem schlechte Quote, muss ich leider sagen. Hey, Dagi. Dann maxt man W-First oder nie? Toplane. Jungle nicht.
Verrückt getrunken? Baby Jackie Cola! Hab mir gerade den Spotlight von Serafin angeguckt. Irgendwie schäme ich mich jetzt. Der Champ wird echt stark werden. Ich glaube, aktuell ist die noch nicht so. Ich denke eher, dass die gebufft als genervt wird. Bisher hat mich keine Serafin überzeugt. Vor allem das Immobile ist natürlich eine Sache, aber der Champ wird schon gut werden. Sehr wichtig. Not the Drake. Welcher Champ war in den letzten 3 Jahren nicht stark vor kurz oder nach Release? Ah, einige. Die sind aber alle gebufft worden. Yumi zum Beispiel. Ne, die war relativ schwach gewesen. Die sind aber alle dann in Himmel gebufft worden, dass sie broken as fuck waren. Muss man sagen. Keiner, der eine Kebab mitmacht? Leute, ihr kriegt ja wohl eine Kebab-Runde zusammen, oder? Hat der Eisborn jetzt. Wukong, Alter, kannst du mal aufhören? Sehr gut, Gucci, sehr gut. Dann stirb beim nächsten Mal. Thank you.
Also, immerhin. Gute Kills bisher. Hey, Jatsensei! Nichts gewollt. Ich hab ein gutes Game wieder. Sehr, sehr gutes. Schöner Objective Control. Soll. 22 Minuten Soll. Mega gut. Gehen die wirklich zu dritt Botlane? Machen wir den nächsten, die nächste Wave auch noch. Ich weiß nicht ganz genau, wie schnell Aphelios beim Baron ist. Mann! Nix mach ich sie. Hab meine Deathmatch fertig.
Ja, wir hätten easy Baron machen sollen. Wir hätten Baron schon haben können. Game, denke ich. Finde ich Champ-Design von Seraphine schon interessant. Also ich hoffe immer noch darauf, dass der Blitz sie so einmal trifft. Ein einziges Mal. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass das eine Vayne ist. Oh mein Gott, Alter, Vayne ist so ein broken Champion, Junge. Guckt euch, ey, ohne Scheiß, du musst bei jedem ADK, ja, kannst du, bei Vayne musst du aufpassen, dass du keine 3 Auto-Attacks kriegst, das ist so bescheuert. Ich hab voll vergessen, dass es eine Vayne ist. Neuer Champ OP bisher zumindest in meinen Augen nicht. Mit Immobile fällt dem Champion ein bisschen zur Last. Schön, wichtig, wichtig, wichtig. Oh shit. Wir verlieren das, glaube ich. I don't know, ich glaube, hier wird es schwer. Spielen ist aber gewusst. Das war's leider. Ich muss leider sagen, der Blitzcrank hat wirklich nichts getroffen. Der hat keinen einzigen genug getroffen. Ich kann jetzt die Wendy mehr tanken. Traurig, ne? Ich hole eine komplette Drake Soul. Nach 22 Minuten habe ich die Drake Soul secured. Verliere das Game. Weil der Blitzcrank keinen Hook treffen kann. Ja, Wukong war auch relativ unterwegs. Der ist aber jetzt ganz okay dabei. Und letztlich, ich habe gepinkt, dass die Elder machen und auf Helios zum Botnet fahren gehen. Kann doch okay sein. Ah, vielleicht verlieren wir doch nicht. Wenn wir jetzt irgendwie die Vayne kriegen. Die Vayne muss halt sterben.
gucken wir nochmal, Alter. Leute, wir haben es eh gewonnen. Holy shit, ein Glück, Alter. Ein Glück, ey, ich hätte gekotzt. Holy, war das lucky. War das ein lucky shit, ey. Im letzten Gang mit solchen Plays in DS, ey. Ja, jetzt am Ende hat er zum Glück ein, zwei gute Hooks getroffen. Das gleicht es aus. Ne, jetzt hat er die Dinger getroffen, ja. Der Blitz, ey, ganz 25 Minuten nichts getroffen und jetzt hat er die wichtigen getroffen. Das ist mir egal. Jetzt reicht's mir. Ne, also, damit bin ich zufrieden, absolut. Ne, also, jetzt sind die Dinger treffen, vollkommen okay. Am Ende trifft er. Ja, das ist es, ne? Wir hätten das ganze Game schon so easy gewonnen, wenn die Hook gesessen hätten. Bin ich aber super zufrieden mit. War vollkommen okay gespielt. Also, was heißt okay gespielt, ne? Der hat zumindest jetzt die richtigen getroffen. Oh. Macht mich glücklich. Eieiei. Wahnsinn. War anstrengend. Er war da, als man ihn brauchte. Das ist es. Das ist es. Genau das ist es. Wie sieht's denn aus, Leute? Soll ich das Delay wieder rausnehmen? Ich würde das eigentlich ganz gerne wieder rausnehmen. Dafür müsste ich nur den Stream kurz wieder restarten. Ist das okay? Ich spiele halt lieber ohne Delay. Vor allem, wenn wir nachher Among Us spielen, dann habe ich schon mal das Delay raus. Dann würde ich es eh rausnehmen. Jetzt muss halt nur einmal den richtigen Hook landen und schon. Ja, wie gesagt, der hat das ganze Game nichts getroffen, aber die Hooks jetzt am Ende waren wichtig. Ja, die waren wirklich, wirklich wichtig. Mach mal, Gucci, mach mal. Sorry, Griff, Jim. Okay, also machen wir es so, ich starte ganz kurz den Stream einmal neu. Ihr müsst den einmal dann aktualisieren. Also wartet ungefähr, was weiß ich, 15 Sekunden, dann könnt ihr aktualisieren und dann einfach wieder auf Play drücken, ja? Das geht relativ schnell. Bis gleich.